Mein Name ist Arash Kassemi. Willkommen bei der Rüttelschule bei Barnicke. Michael Gelsing wird euch gleich meinen Bacardi Legacy Finalisten Drink 2015 zeigen, den Curtain Call. Viel Spaß! Die Quelle des Genusses. Barnicke. Feinkost flüssig. Herzlich willkommen in der Schüttelschule von Barnicke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute zeigen wir Ihnen einen Drink, den ein guter Freund von mir für die Bacardi Legacy entworfen oder quasi entwickelt hat, und zwar den Curtain Call. Den Curtain Call können Sie erstmal selber nachmixen und probieren, und zum anderen können Sie den Drink tatsächlich auch bei Facebook und in den sozialen Netzwerken verfolgen und den Arash dabei unterstützen, mit dem Drink vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher zu werden. Und ja, was wir dafür brauchen, ist natürlich Bacardi, Campari, ein Champagner, etwas Zucker, schwarze Oliven und Zitronensaft und obendrein noch frischen Basilikum. Ja, der Drink wird geshaked. Wir fangen an mit einigen Blättern Basilikum, etwa 3-4 Stück. Schlagen die an, geben sie mit in den Shaker. 1 cl Campari. Vier Zentiliter Bacardi. Etwa 1,5 bis 2 Zentiliter Zucker. Je nachdem, welchen Champagner Sie nehmen. Wenn es ein ganz trockener ist, dann natürlich ein bisschen mehr Zucker. Und Zitronensaft, genau, 2 Zentiliter. Am besten natürlich immer frisch gepressten. Dann wird das Glas ein bisschen extra präpariert. Und zwar nehmen Sie etwas von der Olivenlake, die Sie bei schwarzen Oliven ja eh dabei haben. Und schwenken das Glas damit ein wenig aus. Was dann übrig bleibt, können Sie natürlich wieder zurückschicken und beim nächsten Drink neu verwenden. Der Drink wird geshaked. Das kann schon mal passieren. Dann durch ein Sieb fein gestrained. Und mit dem Champagner getoppt. Garniert wird das Ganze noch mit einer schwarzen Olive. Und fertig ist der Curtain Call. Cheers!